Und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir, Black Flag, der Idiot. Arschloch. Idiot. Ich hatte eigentlich überhaupt nichts mit dir am Hut. Ich wollte hier nur ganz gemütlich rübergehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass... Was denn? Ich will dich gar nicht outrunnen. Hör auf zu kotzen, das ist nur ein Mann mit ohne Kopf. Kommt wieder hier gleich zufällig an das. Also nicht. Das Shanty ist weg, das hole ich nie wieder ein. Das hatte ich befürchtet. So. Ja, ja, sportlich, sportlich, auf jeden Fall. Der ist wohl auf der anderen Seite von der Kirche. So, ich der Maroon Assassin. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Dann schuldet ihr mir was. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven? Meint ihr? Brüder, Krieger, die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Ja, es ist, nachdem wir ihn verkauft haben, mehr oder weniger... Können wir das ja wohl mal tun, oder? Das ist doch mindestens das Mindeste, was wir mindestens tun können. Ja, hör auf, dich immer wieder umzudrehen, Idiot. Was denn? Ich war doch versteckt. Das konntest du doch gar nicht sehen. Und dann entließ er mich, ohne Sold, wegen Trunkenheit. Angeblicher Trunkenheit. Ich musste den Mann nur nach Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein, Norden, ganz sicher Norden. Dort Südostwest. Richtung Lagerhaus. Das Lagerhaus.
Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Gusseisen. Der entkommt uns also ohnehin nicht. Stimmt, guck nicht so blöd. Ich noch einen und denken. Gibt's da einen aus? Ich bin arbeitslos. Okay. Schau mich nicht so an mit deiner Kiste. Ich habe mit Kistenträgern ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht. Wie bin ich denn das rübergelaufen? Ah, Stein. Kommst du da hoch oder? Nein. Mal wieder zurück. Wenn ich unter so einem Fragment durchlaufe, will ich das eigentlich auch haben? Ach. Edward! Was war das denn jetzt hier? Komm, egal. Das hole ich mir doch mal anders. Jetzt hier nicht. Wozu denn? Ich weiß es nicht. Um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. So, bleibt ihr da jetzt so stehen, guckt rum oder quatscht ihr? Die Wände haben oben, ihr wisst, was sie machen. Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Hab ich dich. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein! Ja, der andere. Ich habe von euch gehört, Assassinen. Tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte, lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Sucht bei der Windmühle. Bei welcher? Na, war das so schwer? Ja, ja, okay. Na gut, sie sind jetzt halt gewarnt. Hab ich dich, Shanti. So, okay. Nein, ich will nicht zu haben. Ich möchte jetzt bitte den Maroon 5 hier machen. So. Good morning, ladies. All. Damit haben wir ein bisschen mehr Abwechslung auf unseren Seereisen, was die Unterhaltung angeht. Eigentlich immer gut bin, doch ein klein wenig die Klappe zu halten, wenn die Shanties getrellert werden. Ich habe euren Mann.
Und ich weiß, wo seine Brüder sind. Helft mir, sie zu retten. Nein, Koppel. Meine Schuld ist beglichen. Die Belange von Sklaven gehen mich nichts an. Ich bezweifle, dass ein Templer dahinter steckt. Die Assassinen gehen alle Belange der Freiheit an. Ich bin aber kein Assassin. Was? Männer ohne Prinzipien sind meist nur auf Geld aus. Wie viel benötigt ihr? Ich suche einen Schlüssel. Gehört zu einem Satz, den ich den Templern stelle. Die Templerschlüssel? Ich dachte, die wurden zerstört. Dann bin ich nicht der Einzige, der von ihnen weiß. Wenn wir ihn finden, gehört er euch. Abgemacht. Holen wir eure Freunde. Ey, der Dost, das ging dann aber... Die Tränker und Huren, die ihr Freunde nennt, könnten jetzt helfen. Könnten sie. Wer ist das? Der letzte Überlebende? Der einzige Gefangene. Ihr habt die Schlacht doch nicht verloren. Wie soll man gewinnen, wenn die Hunde sich in den Bergen verschanzen? Sie verstecken sich und warten. Sehen uns jedes Mal kommen. Ich hoffe, Commander weiß, was er macht. Es ein befreien Waffe. Vielen Dank. Schnell, in mein Büro. Wo ist die Kiste? So, damit haben wir eine Kiste mehr. Du hast die legen lassen? Du bist aber ein großzügiger Assassin. Eigentlich zu was gut oder stehst du da nur dumm rum? Endlich. Geh zum Büro. Hey. Du bist ein Lappenassassine, weißt du das? Maroon-Krieger. Pfeif drauf. Dann bin ich aber wieder bei Maroon 5. Position. Natürlich weiß ich, wie das geht. Geht nicht unbedingt von hier. Geht von der anderen Seite vermutlich besser. Du hast auch einen getötet, wie gut. Danke. Trefft mich in meinem Büro. Anton. Ah, und dann macht er sich gleich aus dem Staub. Ich mach die ganze Arbeit. Wohin als nächstes? Das muss reichen für eine Nacht.
Wieso? Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's? Kein Templer? Was ist mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt. Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal. What, nächstes Nein, Mal? Anto, es gibt kein nächstes Mal. Wenn ihr euer Gewissen entdeckt oder zugebt, wie sehr ihr den Schlüssel wollt, gibt es ein nächstes Mal. Das ist ja das Problem. Mal uns rekrutieren. Also die Rekrutierung schaut bei mir ein bisschen anders aus, aber ist okay. So. Beim nächsten Mal. Natürlich gibt es ein nächstes Mal. Ihr verdammter Mal. Sie scheinen ihre Leichen nicht unbedingt hier zu begraben, weil der Friedhof wäre sonst wahrscheinlich schon etwas voller. Oh, hoppla! Was? Faster! We'll not be losing it! I've got a clear shot! So, und ich habe ein Clear Gewissen. Clear Shot hat er gesagt. Dann sollte ich als menschliches Schild benutzen. Und das hat sich doch. Das ist dein Büro? Ihr seid zu viert. Für die Maroon 5 brauche ich noch einen weiteren. Ihr kehrt zurück? Nein. Habt ihr doch ein Gewissen? Nö. Ich will meinen Schlüssel. Geduld ist eine Tugend. Habe ich aber nicht. Erwartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Die befreiten Männer helfen auch. Dezimiert sie vor dem nächsten Angriff. Vorrücken! Okay. Wenn ihr alle da lang geht, gehe ich hier lang. Wird wohl nichts mehr. Wo ist das scheiß Büro? Neue Welle von Süden! Ihr habt so viele erledigt. Den Rest schaffen wir mit einer Hand. Ich nutze meine Säbel aber grundsätzlich immer mit zwei Händen. Angriff! Edward! Das sind so viele, wie ihr könnt vor der nächsten Welle. Was ist das? Nicht weglaufen. Brauch dich noch. So. Selber blöd. Voll Frost. So. Der war etwas zäh. Edward, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich keinen Schlüssel für euch habe. Nein, du bist ein Idiot, du kriegst aufs Maul. Wer auch dahinter steckt, ich erteile ihm eine Lektion. Der Name des Templers lautet Kenneth Abraham.
Er nimmt am laufenden Krieg gegen die Maroons teil. Doch wir waren standhaft und lassen uns nicht besiegen. Lasst mich einen Plan schmieden. Was ist jetzt mit meinem fucking Kackschlüssel? Jetzt ist er da oben. Und reichlich viele Assassinenaufträge haben wir hier. Also zumindest Standorte für, wo wir Assassinenaufträge herkriegen. Ich weiß nicht, ob die alle unterschiedlich sind. Das werden wir natürlich auch noch irgendwie irgendwann herausfinden wollen. So ein Assassinenauftrag ist durchaus was Interessantes. Und es gibt Geld. So. Anton? Jetzt hier Schlüssel. Tacheles. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfach. Ist mir egal. Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Lasst mich ihm ein Ende bereiten. Da kommt er schon. Miss? Das ist Vater Abraham. Wenn ich ihn jetzt töte, wird das Schlumpflied niemals gesungen werden. Sir, hübsche Nacht für einen Ball. Hübsche Nacht, um den nahen Sieg zu feiern. Wir sind in der Überzahl. Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Wirklich. So. Funktioniert das, indem ich jetzt hier weiter läuft das Klöpfchen hier schön parken hier? Officers. Darf ich stören? Hans, je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Ich bin sicher, die neue Waffenlieferung wird unserem Problem mit uns ein Ende bereiten. So ist es geplant. So ist es geplant. Denkt ihr, sie rechnen damit? Wahrscheinlich. Irgendwie tun sie das immer. Aber diesmal ist es uns egal. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich dem Fest beiwohne. Ich ebenfalls. Wir sehen euch dort. Never could do for the man myself. Overbearing, overweening, overpriced and grossly overweight. Das hat so gut funktioniert, das war jetzt, das war ja schon fast zu gut, um wahr zu sein. A hearty good day to you, sir. Guten Abend. Wird der Commander heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Wenn wir ihn überhaupt erkennen. Okay, der ist irgendwo da oben da drin. Dieser Kutscher ist hier wirklich so ein Krieger wie alle sein. Nur ein Krieger. Abraham ist gewahr. Ich spucke auf ihn. Und auf seine Brüder. Aber unterschiedlich zu anderen. Dieses Mal werden wir deine so, okay. Das wird jetzt hier wieder ein Gemetzel. Warum steht ihr zwei da noch so dumm rum, ohne dass ihr hier wirklich markiert werdet? Die da unten werden markiert und die da drüben, die da laufen und dazwischen keiner. Das heißt, die zwei stehen da eigentlich, wenn ich jetzt sehe. Und trotzdem können sie mich sehen, die Pennerköppe. Macht das Ganze unnötig schwer, wisst ihr das? Ja.
Nein. Der guckt jetzt natürlich in meine Richtung. Zwei Arschgeigen da hinten im Licht. Ich muss jetzt erstmal bewusst zu mir loswerden. Ja, ich weiß, Ziel finden und so. Ja, komm rein hier. Da legst du die nieder. Komm mal, Kuckuck. So, tschüss. Ich will diese Glocke da ausgeschaltet haben. Weil die mir sonst eventuell noch Kummer bereiten könnte. Genau wie die zwei Idioten da hinten. So, hier klingelt nichts mehr. Ich weiß, ich soll spähen gehen. Das fällt hier nicht auf. Das ist... ganz dichtes, hohes Zuckerrohr. Da konnte man mich unmöglich drin entdecken. So. Immer die Vorhut, vor der du dich hüten musst. Soll das irgendwie sein? Nein, Mann. Hörst du das Arbeitenhorn? Dann lass du nicht. Du rennst. Die sehen dich schon von Weitem kommen und erwischen dich völlig unerwartet. Aber unsere Waffen sind ihren Überlegen. Das zählt doch. Siehst mich nicht. Intruder! I need some help here! Hunter, wie lange haben wir gekämpft? Eure Männer in den Bergen ohne nennenswerte Waffen. Und meine Armee hochglänzend. Und doch lebt ihr.
und ich sterbe. Ja, das passiert. Euch fehlt die Überzeugung zum Sieg. Ja, ich bin Schlüssel. Alarm! Help me, dammit! Nix Alarm. Okay. Aus dem Gebiet entkommen. Das heißt, ich habe, was ich will. Nein, Karte. Das ist nicht das Gebiet da drüben, wo der fehlende Aussichtsturm ist. Ich sehe jetzt keinen weiteren Glockenturm. Das... Ich bin voll mit mehr Sektorpfeilen. Kann ich den da oben wahrscheinlich auch einfach suchen. Erledigen. Genau, nämlich einfach so. Und dann kann ich hier ganz easy aus dem Gebiet kommen, ohne dass mich da irgendwie noch nerven könnte. So, wunderbar, wir haben einen weiteren Templerschlüssel. Was mich sehr zufrieden stimmt, der Kopier ist nicht aus dem Regal, nach wie vor immer noch, immer wieder. Ja, dann würde ich sagen, ist das ein schönes, versöhnliches Interview. Ich bin zwar nicht gesucht, aber Vorsicht ist der Elefant im Porzellanladen oder so ähnlich. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.